Hallo Leute! Ja, ein kleines Pain wissen wir. Und zwar habe ich Post gekriegt. Boah, ich habe ja gesagt, dass ich diese Mehrfachsetzer besser finde als die etwas dickeren. Und daraufhin habe ich mir auch gleich so ein Mehrfachsetzer-Set geholt. Und zwar sind da, weiß gar nicht, 10, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 13, ja. Also 13 verschiedene Aufsetzgrößen drin. Ich habe gesehen, dass da so Nummern draufstehen. Da steht jetzt zum Beispiel die 3 drauf. Ist ein Dreieraufsetzer. Und da steht jetzt zum Beispiel eine 15 drauf. Das ist ein 15er-Aufsetzer. Ich habe keine Ahnung, wie man das Riesending benutzen soll. Aber man probiert es mal aus. Und ob das überhaupt funktioniert. Yes, Gott. Ja, das wollte ich euch zeigen. Also es geht von 3 ab los bis der 15er ist der größte. Dann habe ich einen 14er. Einen 12er. 13er, ein 11er, also immer weiter runter bis ein 8er, 7er, 9er, 4er, 6er. Ja, wie ihr seht, bin ich immer noch an dem Bild von meinem Neffen dran. Ich habe da ein bisschen Fläche. Ja, aber nicht so viel Fläche, dass ich jetzt einen 15er Aufsetzer ausprobieren könnte. Also ich habe schon Probleme mit dem 9er Setzer. Also ich werde mit dem 15 Setzer bestimmt auch Probleme haben. Also ich werde mal, ich habe hier extra einen Stift. Beide Seiten frei. Da kann ich gleich zwei draufsetzen. Ich habe mir jetzt mal den Dreier überlegt. Dreier. Und was braucht man noch häufig? Der Sechser habe ich. Fünfer. So. Also, und ein Fünfer. Und sowas kann man immer brauchen. Finde ich jetzt ein Sechs, wie gesagt. Ein Sechser habe ich da drüben schon, da. Sechser. Also habe ich jetzt von 3 bis 6 alles mal drauf. Ja, der Rest werde ich mal wieder in die Tüte machen. Das werde ich irgendwann mal ausprobieren und werde es euch berichten, wenn ich jetzt mal richtig gute Flächen habe. Habe ich, glaube ich, auch bald, aber wenn ich die Farbe fertig habe, die ich jetzt gerade mache. So, dann werden wir mal ein bisschen pende. Ich bin jetzt gerade ein bisschen weiter oben und zwar da. Jetzt hat das. So. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt fast das halbe Bild fertig. Ich habe am Wochenende nicht viel machen können, weil, wie gesagt, ich arbeite ja am Wochenende. 12-Stunden-Schichten. Ich habe mal 2 Stunden was gemacht, abends.
Aber das war's dann auch. Also von der Umsetzung, von der Personalisierung und so bin ich echt zufrieden. Das Bild wird echt schön. Was mir halt nicht gefällt, ist halt die Nasen, die ich euch beim letzten Mal schon gezeigt habe. Und ich habe jetzt mal ein paar Nasen benutzt. Einfach um zu testen, ob das Bild dann ploppen würde. Und ich muss leider sagen, würde ich die Nasen verwenden, dann würde das Bild anfangen zu ploppen. Was ich mega schade finde. So, ich bin gerade dabei, ein Dreiersetzer zu bestücken, weil ich den jetzt ausprobieren möchte. Naja, das ist einfach. Das ist einfach anderes Schaffen mit dem dünneren, finde ich. Weil man dann besser hantieren kann. Man kann da einfach besser mit zielen, sagen wir mal so. Ich habe keine Matroschka gemacht. Ich würde gerne eine wieder machen, aber ich habe, wie gesagt, ziemlich viel zu tun. Sobald ich wieder eine mache, da kriegt ihr gleich Bescheid. Und ja. Ich würde sie gerne machen, weil sie sind echt schön. Sie gefallen mir echt, echt, echt gut. Weil es halt so besondere Steine sind. Ich hoffe, ihr seht alles. Ja. Ja, da oben hat man vielleicht mal die Gelegenheit, da mal so ein 15er Sätze auszuprobieren. Aber ich will jetzt erst die Farbe durchhaben, bevor ich da oben auf 15er ausprobiere. Zu den Mehrfachsätzen werde ich euch den Link wieder unter dieses Video machen. Damit ihr seht, wo man das kaufen kann. Ich glaube, ich hab 3 Stück solche Tüten bestellt hier. So, solche Tüten da. Wo die Mehrfachsätze bis 15 drin ist. Da kostet eine Tüte, glaube ich, 62 oder 63 Cent. Und ja. Ich mache euch den Link unter das Video. Naja, es wird wieder heiß. Bei uns sind schon wieder 32 Grad. Yippie-a-yay. Da hast du die Brude jetzt mal einigermaßen runtergekühlt. Und was kommt? Es wird wieder heiß und die Brude wird wieder hochgeknallt. Ich habe jetzt 25,5.
Jetzt warte ich noch 3 Tage, dann habe ich hier wieder 27,5 drin. Naja. Sind ja nur ein paar Tage im Jahr. Das geht ja dann. Also manche Steinsorten wie dieses Blau jetzt, die sind super. Also genial, keine Nasen, nichts. Wenn sie jetzt alle von der Qualität wären, dann wäre das Bild echt top. Ehrliche Meinung, ich würde wieder ein Home-Fun-Bild kaufen. Weil das mit den Nasen, ja, okay. Aber ich habe schon wesentlich schlimmere Bilder gehabt. Wo dann die Quadrate oder die Steine selber viel zu groß waren. Und das war absolute Fehlproduktion. Das mit den Nasen, ich glaube, das ist einfach, ja. Also ich würde es auf jeden Fall wieder ein Bild bei denen kaufen. Weil wie gesagt, die Umsetzung gefällt mir auch total und ja. Ja, wir werden es. Ich glaube, wir werden es mal schnell ausprobieren. Also der 15er-Setzer interessiert mich jetzt eigentlich am meisten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch ein großes Schälchen irgendwo rumliegen habe. Jo, hab ich. Dann muss ich die Farbe suchen. Jo, hab ich. Und dann werden wir den 15er mal bestücken mit Wachs. So. Soll ich fast eine Wachsplatte nehmen? Ah, da habe ich eine kleine. Na komm schon. Na jetzt. Wachs reindrücke. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut. Dann probieren wir das einfach mal aus. So, 15er Setzer ist gefüllt. Und ist startklar. So. Fünfzehn Steine drauf. Und jetzt gucken wir mal, wo wir das jetzt am besten ansetzen können. Ich glaube, da oben. Seht ihr es, wenn ich das da oben hinsetze? Warte mal, ich fahre euch mal näher ran. Da oben setze ich es hin. Ah, das ist schon eine Herausforderung mit einem 15-Setzer. Aber es funktioniert ganz gut, muss ich jetzt sagen. Bin positiv überrascht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Wow, schön, cool. Ja, man muss halt relativ viel schütteln, weil du dementsprechend ja auch lange Bahn brauchst. Jetzt. Oh. Okay. Wie gesagt, es ist überraschend gut, mit dem Ding umzugehen. Ich bin positiv überrascht. Ich habe echt gedacht, man hat mehr Probleme mit dem Ding. Hat man aber nicht. Okay, das. Man hat schnell Fläche gelegt, wie ihr seht. So. Das werde ich nachher weitermachen. Obwohl, komm, wir legen noch ein paar rein. Weil es so schön war. Ah ja. Ach, ich bleib. Volle Konzentration, voll leise hier. Konzentration. Na, wie gesagt, man muss relativ viel schütteln. Ich weiß nicht, ob das dann zeiteinsparender ist als wenn man die 15 mit dem 6er Setzer setzt. Also man muss das schon sehr genau auf den Setzer bringen. Sonst geht es komplett in die Hose. Oh, jetzt habe ich das. Aha. Siehst du, jetzt sind schon zu wenig Steine drin, dass ich jetzt überhaupt noch den 15er benutzen könnte. Also man braucht da schon eine große Schale. Hoppla. So. Ja, jetzt habt ihr mal so eine 15-Setzer gesehen. Wie gesagt, es sind auch noch 14er, 13er und bla 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 weiter dabei. Man könnte sich ja jetzt, was weiß ich, wie viele richten. Und sie alle benutzen. Ja, mal sehen wir hier. Ja, wie weit sind wir denn? Ah ja. Ja, da habt ihr jetzt mal einen 15-Setzer gesehen und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter kleben. Damit ich mal eine Farbe durch habe hier. Wie gesagt, es war jetzt sehr angenehm. Ich war überrascht, dass das so gut funktioniert. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn man vielleicht die Zahl
Nur die Zahl. Seht ihr was? Ja. Nur die Zahl da. Dann sieht man nämlich besser, dass das ein 15er-Setzer ist. Das finde ich jetzt nicht schlecht. So, da sieht man dann, dass es ein Vierer ist. Cool. Weil ich glaube, ich werde mir da mehrere Stifte richten. Ach, das ist ein Siebener. Okay. Kein Sechser. Ein Siebener. Und dann werde ich mir da Stift abmachen. Ja. Das ist ganz einfach, dass man mal sieht, was man da drauf setzen kann. Wenn man dann sich mehrere Stifte hinlegt, am Bildrand zum Beispiel. So wie ich das jetzt gemacht habe. Und man sieht, oh, da brauche ich nur sechs, dann nimmt man halt den Sechserstift oder ja. Kann man so machen. Muss man nicht, kann man. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich werde das Video jetzt auch beenden. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne gute Nacht oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video mögt, bitte liked es. Und ja, ciao!